in an age of lawlessness and despair. The Empire of Man lay in ruins, torn asunder by civil war, and racked by famine and plague. Desperate, unscrupulous men deserted the temples of their fathers and gathered in forbidden cults, seeking the favor of the Dark Gods. And so it was, in the year 2301, that a Kurgan warlord named Asavar Kul united the savage tribes of the Chaos Wastes and made war upon the realms of men. The invaders entered the distant northern kingdom of Kislev and sacked its largest city, Prague. They sacrificed its people to their dark gods, and any who managed to flee were driven into the freezing wilderness. The Empire seemed powerless to stop the Chaos Horde, and many feared that the end of the world was at hand. But in the Empire's darkest hour, a nobleman from the south named Magnus rallied the people of the Empire to resist the invaders, uniting the warring Elector Counts in the process. The Imperial Army marched to the rescue of the Kislevite capital, fighting Kul's army in a massive battle outside the city walls. Joined by mighty heroes from all across the land, Magnus defeated Kul in single combat, and the Chaos Horde was scattered to the winds. Blessed by the gods and heralded as the true emperor, Magnus returned to Nuln in triumph. But even as the old world celebrated Magnus's victory, the dark gods were planning their revenge. Die bösen, bösen Fieslinge. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play von Warhammer Chaosbane. Das Spiel schlummert schon eine ganze Weile auf meinem, in meinem Steam-Account rum. Gibt von Warhammer noch diverse andere Games. Bin allerdings tatsächlich nicht von den anderen Games unbedingt ein großer Fan, weil es, glaube ich, alles Turn-Based-Games gewesen sind. Ich glaube, das ist das erste Game, was ein Dungeon-Crawler-Hack-and-Slay gewesen ist. Und deswegen hat es mich tatsächlich interessiert und habe ich Bock drauf. Und den können wir erstmal löschen. Ich habe ein bisschen vorhin gezockt. Und wir können jetzt erstmal auswählen. Wir können tatsächlich nicht vorher in die Option, das fand ich strange, ich musste tatsächlich erst einen Helden auswählen und erstellen, bevor ich in die Option rein konnte, um zu schauen, was ich da alles machen kann. Wir können auswählen zwischen dem Imperialsoldaten, dem Hochelfmagier, der auch sehr interessant aussieht, der Slayer, der Waldelf-Kundschafter, auch sehr, sehr geil, Zwergentechnikus und dem Hexenjäger. Grundsätzlich bin ich ja immer so einer, der gerne mit Fernkampfwaffen spielt. Also meine Auswahl würde zum Hochelfmagier, Waldelfkundschafter oder Hexenjäger gehen. Hab aber bei dem anderen Let's Play den Slayer gesehen und fand den einfach super interessant auch. Also wahrscheinlich hätte ich den nicht ausgewählt, wenn ich nicht vorher was gesehen hätte. Vielleicht guck mal später mal in die anderen Klassen rein. Aber wir nehmen erstmal den Slayer. Ach guck mal, hier steht sowas. Das sind überragende Kämpfer, die laufen nach noch intensiveren Duellen mit immer gefährlicheren Gegnern suchen. Braggy ist ein solcher Slayer, bestimmt einer der zähesten. Je länger der Kampf dauert, desto grimmiger sein Zorn und entsprechend stärker sind seine Hiebe, wenn er eine Schneise in Horden von Feinden schlägt und ihren Angriffen widersteht. Ein Slayer lebt und stirbt für Ruhm und Wiedergutmachung. Braggy Axtfresser ist ehrenvoll, grimmig und scheut niemals einen Kampf, wie gefährlich die Feinde auch sein mögen, denen er begegnet. Okay, guck mal hier kurz mal rein. Ah ne, war den Hochelfmagier wollte ich. Der sah noch ganz interessant aus. Mhm. Ja. Ne, tatsächlich den Slayer nehmen wir mit. Erstellen wir hier unseren Charakter. Wir können ihm, glaube ich, wir können ihm nämlich auch gar keinen Namen geben. Braggy, Braggy X-Biter ist tatsächlich immer sein Name. Das ist in unsere Stats, Angriff, Verteidigung. Und wir können auch den Schwierigkeitsgrad ändern von sehr einfach, wo wir minus 60% Extra Gold und minus 60% Fragmente, minus 40% Erfahrungsbonus kriegen würden. Bis hin zu derzeit sehr schwer. Mit 1000%, okay, also 400% zusätzlich. An Beutequalität etc. bis hin später zu Chaos 10. Aber das können wir derzeit noch nicht auswählen, ist gesperrt.
keine Ahnung, wann es das gibt. Wir bleiben natürlich bei normal. Ich habe gelernt, in Hack'n'Slays bleibe ich tatsächlich einfach im Schwierigkeitsgrad normal. Ich muss es mir nicht über den schwerer machen. Es gibt immer nach nachträglich bestimmten New Game Plus Möglichkeiten. Deswegen nehmen wir den normalen Schwierigkeitsgrad. Und spielen. Wir haben tatsächlich drei verschiedene Kapitel. Fluch des Magnus. Die Gruftkönige, allerdings bräuchte man dafür einen DLC. Und die Schmieden von Nullen, von Nallen. Pantheon gibt's ja auch nicht, ich weiß nicht, was das ist. Wir werden natürlich erstmal anfangen damit. Ich weiß nicht, wenn es mir so super gut gefällt gegen Ende, dann würde ich mir natürlich auch kaufen. Ich weiß nicht, wird ein paar Euros sicherlich kosten. Aber erstmal werden wir den Prolog uns anhören. Ever since, you have longed for the day when you could win fame and glory of your own and restore the luster of your much-diminished clan. When High King Thorgrim Grudgebearer called for warriors to aid Kislev during the Great Chaos Invasion, you were one of the first to pledge your service. Along with your father and your younger brothers, you left Khrazzar-Kharak behind, marching eagerly to war. It wasn't long before you were in the thick of the fight. Trapped inside the city of Kislev, you and your kin fought fiercely against the Chaos Horde. When Kul's first assault breached the city gates, it was the dwarfs who led the counterattack that drove the enemy back and saved the day. Your fearlessness in battle earned you the name Axe Biter, and the Kislevites hailed you as a hero. But the more you tasted of glory, the more you began to crave it. When Magnus's army arrived outside the city, your thirst for immortal fame ended in tragedy. Leading a force of 300 dwarfs, you tried to fight your way out of the city to join the Imperials and fight Kul's army together. It was a deed worthy of legend, but not even Grimnir himself could have fought his way through so vast a horde. Your reckless charge was driven back at a bitter cost. Half of the valiant dwarfs that had followed you were slain, including your father and all of your brothers. Racked with guilt over the deaths of your kin, you swore powerful oaths of vengeance against the Dark Powers. And so you chose the path of the Slayer, seeking redemption through a glorious death in battle. When the final battle outside the city walls began, you went forth alone to find Asavar Kul and challenge him to single combat. You carved a bloody path through the enemy, reaching the Chaos Lord in time to see him fall to Magnus and his knights. After the battle, you accepted an invitation from Magnus to join his retinue and return with him to Nuln. As far as you were concerned, the new Emperor owed you a glorious death, and with many of Asavar Kul's champions still alive, you could be sure Magnus would not lack for foes. Okay, eine wunderschöne Einleitung in dieses Spiel. Mit einem weiteren Video. It is a night made for witchery and evil deeds. And across the city, guardsmen clutch their weapons tightly and count the hours until the dawn. Sleep is hard to come by on a night such as this. The air is tense, and memories of the battle at Kislev leave you restless and on edge. Suddenly, a peal of thunder shatters the stillness, followed by a howling wind that shakes the tower to its foundations. Foul magic curdles the air, and screams echo in the courtyard outside. The tower is under attack! What's all that noise? Okay. Best take a look. Das sind wir. Und tatsächlich gibt es wahrscheinlich für jede Klasse ein Beginn-Video, ne? Das fand ich ganz cool. War extra auf Bragi abgestimmt. So, hier sind wir. Wir sind scheinbar gerade... Achso, das ist tatsächlich ein Bett. Ich wollte gerade sagen, wir sind aus dem Sarg auferstanden. Aber es ist tatsächlich ein Schlafsaal. Wir sehen oben rechts in der Minimap. Sehr cool. Hier haben wir unsere Stufe, unser Leben, unser Zorn. Wir sind nämlich ein Zornmensch. Wir sind jetzt ein Zornzwerg. Ein ZZ. Und ich finde seinen. Ah, thank the ancestors. If it's Magnus they want, they'll have to go through me first. I'd best get to the throne room. Was ich ganz gut finde, er braucht keinen Mana, ne? Er benutzt halt Zorn. Ne, hier sehen wir hier eine Map. Und da, wo müssen wir gerade hin, da oben. Und seht, alle tot. Ne? Heftiger Kampf, alle down.
getötet. Nimm einen Feind aufs Korn und greife per linke Maustaste an. Was ich ganz cool finde. Und wir können mal ganz kurz unsere Skills angucken. Das Ausmaß einer Fertigkeit kostet Fertigkeitspunkte. Bei jedem Stufenaufstieg verdienst du Fertigkeitspunkte und du bekommst Fertigkeitspunkte zurück, wenn du deine Fertigkeit ablegst. Ne? Das heißt also, na, werden wir uns später angucken. Unser Attack ist ungestümer Schwung. Du führst einen ausladenden Axtschwung im kreisförmigen Bogen aus, dabei wird Energie erzeugt. Ne? Wir greifen also rundherum an, was ich sehr, sehr nice finde. Also grundsätzlich ein AOE-Schaden. Und dadurch wird Zorn generiert, was als, im Prinzip als Mana-Quelle bei uns dient. Bringe Gesundheit kannst du durch Drücken von Q einen Trank verwenden. Anschließend musst du mehrere Sekunden warten, bis der Trank wieder auffüllt, damit du ihn abermals verwenden kannst. Auch sehr, sehr nice. Na, also wenn ich jetzt Q drücke, 30 Sekunden Abklingzeit, das stellt 60% meiner Gesundheit wieder her. Also auch eine sehr nice Funktion. Man muss keine Tränke kaufen und Tränke sammeln, sondern er lädt sich wieder auf. I know, exhilarating, isn't it? Now where's Magnus? Upstairs in the throne room. There's armor in a chest by the stairs. Take whatever you need, but hurry. Wir haben eine Chest überbekommen, danke sehr. Barak Warbeil und Karak Trollslayer Tätowierungen. Und wenn wir eine Weile nicht angreifen, dann verlieren wir den Zorn entsprechend wieder. Das ist ähnlich wie der Mönch in Diablo 3. War das der Mönch? Ich weiß gar nicht, ob das der Mönch war. So, wir haben automatisch gleich schon das Zeug angelegt, und zwar das Barak Warbeil, das ist gleich schon besser. Und die Karak Trollslayer Tätowierungen. 17 Rüstung, 24 Max Gesundheit. Und es gibt noch so eine Art Set-Bonus, ne, wie wir da drunter sehen können, in Grau. 1 von 5 Gesundheitsregeneration plus 4,6. Also, gibt auch hier eine Art Set. Beim Stufenaufstieg erhält dein Charakter neue Fertigkeiten. Über den Fertigkeiten-Tab im Charaktermenü zugänglich sind. Man kann auch alternativ S drücken für Skills. Du brauchst Fertigkeitspunkte, um dich mit einer Fertigkeit auszurüsten. Diese Punkte werden auf der Stelle zurückerstattet, wenn du eine Fertigkeit ablegst. Also man kann theoretisch immer wieder sein Skillset komplett ändern, was ich sehr nice finde. Ist ähnlich wie Diablo 3 auch. In Diablo 3 konnte man das auch machen. Hat allerdings keine Skill-Points gekostet, soweit ich weiß. Der hat automatisch gleich schon den Skill gelernt auf Level 2. Na, vor der Stufe Level 2 kostet 18 Energie und 18 Energie pro Sekunde. Macht 88 körperlichen Schaden und 4% der Gesundheit wird wieder hergestellt. Oder 4% des Schadens, ich weiß nicht genau. Und hier sehen wir hier 5 Punkte. Wir haben 17 von 22 noch, weil wir die 5 Punkte reingepackt haben. Wir können es auch wieder rausmachen. Okay, wir können sie nicht wechseln gerade, weil wir kämpfen wahrscheinlich. Und das finde ich jetzt sehr nice, dass wir jederzeit auch das Skillset switchen können. Und im Vergleich zu Torchlight, was ich gespielt habe, beziehungsweise spielen werde, greife ich mehrere Gegner gleichzeitig an, was ich sehr cool finde, weil AOE finde ich mal ganz sprang, gerade so bei Hack and Slay ist es halt wichtig, Massen an Gegnern killen zu können. Archetype-Fertigkeit. Bragis Archetype-Fertigkeit ist Kettenaxt. Er nutzt die Fertigkeit, um auf seine Feinde loszustimmen und sie im Nahkampf anzugreifen. Drücke leer, um eine Kettenaxt zu werfen und schütze in Richtung des Cursors. Was ich auch sehr nice finde, das hatte ich im Dings schon gesehen gehabt, meinem Stufe 3 Charakter. Ne, ich kann einfach mich nach vorne bewegen, was ich sehr cool finde. The sorceress is gone, leaving you and Magnus for dead. The shouts of angry men fill the throne room, but these are not guardsmen. They are witch hunters, the Empire's feared inquisitors, led by none other than the infamous Heinrich Voss. You are under arrest for the murder of the Emperor Magnus, Voss declares. You try to tell him about the sorceress, but Voss refuses to listen. I see no sorceress here, he shouts. Only you and a room full of dead men. Confess your crimes, dwarf, Voss threatens. We will have the truth from you one way or another. After a week in the dungeons, you'll tell me everything I want to know. But before the witch hunter could make good on his threat, a commanding voice filled the room. Stop this madness at once! Teclis, Lord Master of the High Elves, regards Voss coldly. Braggy Axebiter has told you the truth, he said. It is you who have refused to listen. Teclis examines Magnus in silence.
He lives, thank the gods, the High Elf says at last. But he is in the grip of a powerful curse. It is only a matter of time before he succumbs. No one outside this room must know what happened here. If the people learn that Magnus has fallen, then everything he fought for will have been for nothing. The fate of the Empire lies in our hands. We must find this sorceress and end the curse before it's too late. If Magnus dies, the Empire dies with him. Ja, schon ganz cool. Mit Tactus in seinen Gemächern sprechen. There are dark and terrible forces at work in the city, Braggy Axebiter. If we are to find the sorceress and defeat her, we must confront the dark cult that has taken root in Nuln and expose its secret master. Just tell me where I can find them, elf. My axe will take care of the rest. The attack on the tower came from the sewers that stretch beneath the city. So long as the enemy controls the tunnels surrounding the tower, our position here is vulnerable. Your first task is simple. Also einmal die Kanalisation aufräumen. Drive the cultists back from the tower. Kill everything in your path. But beware. There is no telling what foul things await you in the darkness. Ha! By Grimnir, I hope you're right! Gut, denn die Kanalisation eindringen. Wir haben dafür jetzt keine Quest-Belohnung bekommen, soweit ich das gesehen habe. Und hier oben wird man auch gleich schon richtig hingeführt, ne? Da, wo der schwarze Pfeil ist. Da geht's hin. Wir können uns natürlich unsere Kettenachsen mega nice vorbewegen. Finde ich sehr, sehr cool. Gute Zeitersparnis. Und da ist die Kanalisation, wo wir hinlaufen werden. Hauptaufgabe, Invasionen und Expeditionen. Gehen wir erstmal in die Hauptaufgabe, denn alles andere ist eh noch gesperrt gewesen. Können wir also derzeit eh nichts damit machen. Kapitel 0, die Tunnel der Kanalisation erkunden. Bestimmte fortgeschrittene Fertigkeiten verlangen nach Energie, bevor sie angewendet werden können. Hast du nicht genug Energie, kannst du auch die Fähigkeit nicht verwenden. Du generierst Energie, indem du Feinden mit Basisfertigkeiten Schaden zufügst. Diese Fertigkeiten sind durch folgende Symbol gekennzeichnet mit so einem kleinen Dreieck. Wenn Braggy nicht kämpft und keine Zornladungen übrig hat, verliert er nach und nach Energie. Okay. Na, wir können Alt drücken wieder, um die Items auf dem Boden zu sehen. Wir können das mal vorlaufen. Okay, hier sind gar keine roten Dings auf der Map. Wahrscheinlich sind es einfach zu viele, oder? Das Spiel hat keinen Bock, dann alle anzuzeigen. Wir machen halt schön AOE-Schaden. Das gefällt mir halt sehr, sehr nice. Ja, AOE-Schaden ist mal was Tolles. Die kommen sowieso hinterher. Das finde ich ganz praktisch. Die sind gar nicht so doof, die Gegner. Die wollen immer meinen... Die wollen mich killen. So. Und leider, was ich leider etwas schade finde tatsächlich in dem Game. Na komm her. Wir können mit der Kettenachse übrigens auch angreifen, ne? Ist auch sehr nice. Fragmente habe ich auch keine Ahnung, was das ist. Werden wir schon noch sehen, was das bringt. Dass der Erfahrungsbalken so klein ist. Na, wir können jetzt hier auch angreifen mit unserem Attack. Ne? Das sind jetzt die 18 Energie pro Sekunde, die wir raushauen müssen. Mit der rechten Maustaste zack, 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 zack. Sie ist so klein, die Erfahrungsleiste, dass man nicht wirklich erkennt, wenn Gegner irgendwie was bringen an XP. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Und da haben wir schon blaue Items. Schauen wir gleich mal, was wir da mitnehmen können. Ich glaube, der kann sogar zwei Waffen tragen. Das heißt theoretisch, die eine Waffe kann ich doch austauschen, habe ich auch schon getan. Und wir haben Krak Girn Trollslayer Schuhe bekommen. Mit 42 Gesundheit, also Rüstung, 50 Max, 107 Max Energie und noch einen Lehrlingsring plus 0,6% Widerstand gegen Schaden über Zeit und plus 0,2 Gesundheitsregeneration. Das heißt, alle 5 Sekunden regenerieren wir ein Leben, wenn wir außerhalb des Spiels sind. Ja, okay. Wir regenerieren so ein bisschen mehr. Wir haben noch das Ding hier. Das bringt uns tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr. Und ihr seht hier grün, ne? Da ist 19 Rüstung dazu, 32 Max Gesundheit dazu. Switchen wir natürlich mit einem rechten Mausklick. Also ein richtig schönes, schnelles Game, muss ich sagen. Gefällt mir. Hallöchen. Und wie gesagt, wir können mit der Kettenachse auch angreifen, was ich halt sehr nice finde. Es hat nicht nur zum Fortbewegen, sondern auch... Oh, ich weiß nicht, was das für Fragmente sind. Gewicht 1 von 80. Okay, hier haben wir später noch andere Sets, glaube ich. Dann können wir uns mehrfach irgendwie ausrüsten. Hier sind Fragmente. Ich habe keine Ahnung, was das bringt.
So, wir kriegen, wo haben wir am Gesundheitsregeneration? 0,2% sogar. Holy shit, okay. Und Protokoll, okay. Kennen wir scheinbar schon, denke ich. Und woher muss das ja kommen? Aber ich finde es ja cool, dass wir wirklich alle zack, zack, zack per Masse killen können. Sehr, sehr nice. Und gleich haben wir Level 3 erreicht. Und kriegen damit wieder vielleicht einen neuen Skill, ich denke schon. Okay, mal die hier. Währenddessen kommen die Gegner schon näher. Und wir kriegen damit halt immer wieder Leben zurück, was halt mega cool ist. Also sollten wir wirklich mal in Gefahr sein. Na, ich muss natürlich unten rechts hingucken. Auf der, oh, das ist ein neues Beil. Ein blaues Beil. Dann. Aber wir kriegen, sehen noch gar keine Dings, ne? Ich muss ganz kurz in die Option. Feind LP anzeigen, beschworenen. Ja, okay, Spielernamen anzeigen, Spielersymbole. LP und Energiewerte. Oh, das finde ich ganz gut. Nö, das nicht. Beute immer anzeigen, finde ich auch gut. Dialog automatisch überspringen nicht. Was ich gut finde, ist, wenn ich den Namen der Gegner auch sehen würde. Intensität des Zitterns. Ich sehe aber tatsächlich nur die LP. Das finde ich ja schade. Ich sehe tatsächlich nur Lebenspunkte, aber nicht die Namen der. Vielleicht haben die auch keine Namen. Wer weiß das schon? Who knows? Who knows? Und wir haben Stufe 3 erreicht. Ich habe jetzt allerdings nicht gesehen, wie viel Leben ich dazu bekommen habe. Als Level-Up-Belohnung. Hier haben wir noch eine schöne Kiste. Nehmen wir erstmal grundsätzlich alles mit. Und gucken später nach, was wir gebrauchen können und was nicht. So, jetzt haben wir hier eine bessere Waffe. Karak Girnbeil. Plus 6 Schaden. Ah, nimmt er gleich die richtige. Er nimmt nicht die schwächere. Und hier haben wir noch plus 20. Ja, er tauscht die blaue aus. Okay, ich will natürlich die... Achso, zum sekundären. Alles klar. Wir können mit Alt zum sekundären switchen. Machen wir auch mal hier. Zack. Zum Vergleichen Umschalt halten. Ah ja, okay. Und den Rest kann man entweder verkaufen oder wegschmeißen, wie auch immer. Hoffen wir jetzt schon mal dicken, fetten Schaden dazu bekommen. Und wir kriegen ja schönes Gold auf dem Boden. Nehmen wir natürlich alles mit. Bam. Ein kleines Redline. Ich lock die einfach mal alle an, würde ich sagen. Und macht dann viel mehr Laune, wenn ich die erstmal alle anlocke. Und dann schön hier per Masse alle kille. Bam, 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 bam. Ah, das ist natürlich cool. Ich finde es aber komisch, dass wir wirklich auf dem... auf der Minimap keine Gegner mehr angezeigt werden. War ja gerade noch anders, dass da rote Bubbles angezeigt wurden. Kann aber wirklich sein, dass es zu viele sind. Und der die dann nicht anzeigt. Wer weiß schon. Bei mir finde ich das mit der Kettenaxt mega cool. Oh, da geht's auch noch lang. Trollslayer Armreif. Liegt's natürlich gleich. Ach, guck mal, ich glaube, dahin ging's eh nicht lang. Ah, cool, wir können sogar uns über Dings hinweg bewegen. Behindern ist das sehr nice. Ein sehr schöner Skin. Ja, hier war eh Ende. Kampfbereit. Kampfbereit heißt, sei vollständig ausgerüstet. Ah, okay. Das ging ziemlich fix. Wir haben neue... Oha, plus 20 Schaden. So. Wir würden die blaue dann wieder verlieren. Ist aber okay, oder? Ist, glaube ich, erstmal ziemlich egal gerade. Hauptsache erstmal mehr Schaden. Der Rest ist, glaube ich, erstmal ziemlich Wumpe. Weil wir so schnell erstmal neue Items bekommen, dass das echt egal ist. So, hier habe ich ab dem nicht mehr weitergespielt, ab dem, wo ich kurz mal reingeschaut hatte. Ab hier bin ich also total blind. Okay. Ja, der, wenn ich die Minimap umschalte, dass dann das andere Ding kommt, das andere Layout wieder mit dem mit den Gegner-Bubbles, aber ist nicht so gewesen. Zuerst noch ein bisschen Gold. Okay, dann ist es so. Dann kommen die einfach auf mich zu und ich werde sie einfach alle töten. Ein Familienanhänger. 20 Rüstung, 0,65 Schaden durch Gegenangriff. Nehmen wir das mal mit. Kritischer Schaden. Gesundheitsreck. Zack, tauschen wir mal da aus.
9 Schaden, das war. Gesundheitsreg, okay, tauschen wir aus. Treuslayer Armreif. Ja, das kann man erstmal nicht gebrauchen. Bam! Ah, ich werde nicht immer jede Kiste kaputt machen, die ich sehe. Ich werde da, wo ich vorbeilaufe und die gerade kaputt machen kann. Weil hier ist halt nicht so viel Gold drin, dass es so wichtig ist, das kaputt zu machen. Die Kanalisation verlassen. Kommen wir also da zum Eingangsgebiet der Gegner, wo die reingestürmt sind. Let's go. Man kann die Tutus meistens schon mal gar nicht lesen. Ah, okay. Sind wir wieder rausgekommen, oder wie? An der gleichen Stelle. Aha. Okay. Faszinierend. Gehen wir zu Teclis zurück. Geben unsere Quest ab. It's done. There's nothing in the tunnels outside the tower except dead men. Plenty of signs that there are more cultists deeper in the sewers, though, or I'm no dwarf. I do not. Ah, wir haben Level 3 erreicht, ne? The servants of Nurgle flourish in darkness and filth. Our battle against the cult has only just begun. Well done. Return to me when you are ready for your next task. Na doch, jetzt gibt's XP, wunderschön. 1000 XP bekommen. 100 Goldkronen. Danke sehr. Und da wir Level 3 erreicht haben, haben wir jetzt hier diesen Skill freigeschaltet. Letzte Bastion. Hier brauchen wir Level 4 für. Wo ist 5? Wo 5 ist wahrscheinlich hier unten irgendwas, oder? Hier, passive Fähigkeiten. 5 Zorn dauert länger, 3 Sekunden. Du hebst ein Kriegsgeschrei, das einen Spieler einen maximalen Gesundheitsbonus verschafft. Dabei werden Energie und Zorn erzeugt. Maximale Gesundheit plus 20% und Energiezunahme um 20. Ne, seht, jetzt habe ich noch 13 von 23 Punkten, weil das Ding auch 5 kostet. There is good news from the tower. Voss has learned that a large group of Magnus's guardsmen have gone missing. He believes they might have pursued the cultists into the sewers during the attack. So? I'd have done the same if that damned sorceress hadn't blasted me off my feet. They've been gone too long, Braggy. Either they've gotten lost in the tunnels, or the cultists have cut them off. Someone must go in after them and bring them out. Den Überlebenden finden. Okay, dann gehen wir mal hin. Habe ich hier irgendwo einen Händler oder so? Er steht auch nicht da, wo es hinführt, ne? Wenn ich hier reinlaufe. Hier ist das Schlafgemach. Hier war das Hauptding gewesen. Also scheinbar gibt es hier noch keine Händler. Vielleicht gibt es in dem Game ja auch keine Händler. Who knows? Bisher kann ich mit den Leuten noch nicht wirklich interagieren, die hier rumstehen. Ein bisschen Gequatsche. Aber ansonsten Händler haben wir hier weniger bei der Zeit. Deswegen können wir den erst auch eigentlich erstmal wegschmeißen. Aber wir haben ziemlich große Inventar, das passt schon. Da kommen wir jetzt alles, oder wie? An hier kann man auch einzeln sortieren. Vielleicht hat man auch unendliche Inventargröße. Und hier haben wir noch zum Beispiel eine Kampfkonfiguration. Das heißt, wir können jetzt theoretisch zwischen Waffen wechseln oder falls wir magische Gegner haben und wir mehr auf HP-Rack oder was auch immer gehen. Ganz praktisch, 4 Sets hat man dafür. Ja, die Statuspunkte kann man irgendwie. Also hier gibt es sonst keine Statuspunkte, die man vergeben kann, wenn man ein Level aufsteigt. Und die Kerze habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen an der Stelle erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von dem wunderschönen Spiel Warhammer Chaos Band. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.